Ihr habt oft Gefechte bei mir auf dem Kanal gesehen, wo ja der Spieler immer Top-Tier ist, aber hier ist es jetzt diesmal mit der Dreckschleuder das Gegenteil. Und ich meine mit der Dreckschleuder definitiv nicht den Cromwell B., sondern den Spieler, der sich diesen Nick ganz freiwillig, wahrscheinlich ohne Zwang, selber gegeben hat. Spielt ja den Cromwell B. auf der Karte Vardy und dementsprechend jetzt innerhalb von kürzester Zeit das ganze Berlin-Trio bei mir auf dem Kanal gewesen. Rudi, IS2 und eben hier der Cromwell B. Und ich muss sagen, und ich habe es beim Rudi auch schon gesagt, dieses ganze Paket war mit das Beste an Premium-Panzern, was Wargaming meines Erachtens jemals ausgegeben hat, weil diese einfach so nah an ihren normalen Pendants waren und alle sehr, sehr gute Panzer sind. Auch der Cromwell B. hier ist jetzt ganz klar ein tolles Gerät. Jetzt macht ihr erstmal den Spot und kann hier auf den M106 schießen, wobei der erste Schuss in die Pampa gegangen ist, der zweite klappt dann aber. Jetzt ist er offen, aber er hat einfach schon mal zwei schöne Hits landen können. Der dritte war dann einfach nochmal der Versuch, der dann aber nicht mehr von Erfolg gekrönt war. Und nochmal ein Blind Hit nachgesetzt, wodurch er zwar aufgegangen ist, aber scheißegal. Malle ist nur einmal im Jahr. Wobei ich gestehen muss, ich selber war noch nie auf Malotze. Wobei ich glaube, ich komme auch langsam aus dem Alter raus, wo ich so einen Partyurlaub noch unbeschadet überstehen würde. Tiger 1 sitzt hier unten. Tiger 1 achtet auf ihn. Und jetzt bekommt er Gott sei Dank selber Unterstützung vom Super Pershing. Weil sonst... Wow! Nimmt hier dem Tiger mal das Munitionslager raus. Ja, schick. So macht man mit drei Schuss und einem Cromwell einen Tiger 1 fertig. Good job, Cromwell, schreibt auch der Super Pershing. Ja, das... ich würde es jetzt einfach mal als ganz klaren Skill erkennen und nicht als Glück, dass der dem das Munitionslager hochgelagert hat. Nein, das war sowas von gezielt. Hier steht das Wrack. Da muss er es selber nochmal anschauen, weil er sich denkt, das habe ich gemacht. Da hinten der Turm ist alles meins. Ja, das darf man auch selber kurz mal innerlich auf jeden Fall feiern. Nun geht aber der Spaß weiter. Weil ein Kill langt noch nicht. Und 1500 Damage, da geht auch definitiv noch mehr. Ich habe übrigens in letzter Zeit sehr, sehr viele Cromwell Replays bekommen. Der scheint bei euch gerade derzeit sehr beliebt zu sein. Würde natürlich sich mit dem decken, dass ich sage, dass das ein sehr guter Panzer ist. Super Pershing hat jetzt auch gerade nochmal hier zwei Hits bekommen. Er schreibt natürlich 999er Ping. Da ist es natürlich nicht spielbar. Wobei das liegt in der Regel meistens. Das Problem. Oh, Ati. Das Problem liegt da meistens am Rechner bzw. mit dem Rechner zusammen und sehr, sehr wenig an den Servern von Wargaming, die wirklich sehr stabil sind und sehr gut laufen. Mal vielleicht hier eine kleine Lanze für Wargaming. Sehr selten Serverprobleme in dem Spiel. So, und jetzt hat er hier mit dem Churchill eine Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist. Aber sein Kollege kommt hier, macht es hier seitlich und dementsprechend hat er hier Hilfe gehabt. So, der OI. Auf den gehen sie jetzt auch nochmal in Ruhe drauf. Aber ich weiß nicht, was der OI da macht. AFK. Ja. Wie gesagt, das finde ich gehört viel härter bestraft, AFK zu sein, weil ich drücke ja auch aktiv ins Gefecht rein. Man kann mir keiner erklären, dass es zwei Minuten später schon auf einmal irgendwas so Wichtiges gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass überall eine Frau, eine Mutter, eine Liebelei ist, die dann jemand wegruft, ein Telefonat gibt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das passiert so oft. Und wie gesagt, man sollte das zumindest viel härter bestrafen, wenn man AFK ist. Dann effektiv einfach mal eine halbe Stunde. Soll er dann AFK bleiben? Halbe Stunde, kein Zocken mehr. Aber gut, vielleicht ist da meine Ansicht etwas zu radikal, aber es gibt halt einfach viele Gefechte, wo dieses Thema AFK wirklich überhand genommen hat.
Deswegen reportet, was das Zeug hält, AFKler. So, Tiger P. T34. Da kann er jetzt schön aus der Distanz wirken. Und hier sich die HP abholen. Und da sieht man einfach dieses schnelle Schießen. Dieser unglaublich kurze Reload ist da grandios. Da kann er wirklich den T34 sowas von extrem nerven. Und er konnte ihn hier auch einfach nicht machen, weil er außerhalb seiner Sichtweite war. Also da konnte er schießen, wie er lustig war, ohne dass er aufgeht. Der T34 nur noch 227 Hitpoints. Der Tiger P nur noch 12. Da Auto-Aim, weg damit. Tiger P ist raus. So, jetzt noch einen Löwen und den... Ne, nur noch den Löwen. Mal schauen, ob sein Cromwell-Kollege vielleicht noch den die Waffenbrüder klar macht. Er selber hat 3, sein Kollege nur 2 Kills. Aber er hat halt auch nur noch sozusagen HP für einen Schuss. So, und jetzt lässt er sich hier droppen. Oh, oh. Ah, schade, also zumindest der Kill ist klar, aber sie konnten die Waffenbrüder nicht vereinen. Aber 3977 Schaden in einem 6er Panzer in einem 8er Gefecht, ich glaube, zeigt, wie gut der Panzer ist, und auch ein Munitionslager schreckt vor diesem nicht zurück. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen nach oben ist sehr gern gesehen und natürlich auch Meinung zum Berlin-Trio würde mich interessieren, welchen der 3, Rudi, IS-2 und dem Cromwell, wen findet ihr am besten, würde mich interessieren, also lasst mir eure Meinung da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.